Ist es ein Seeungeheuer? Dies kam mitten am Tag aus dem Meer. Menschen lieben es, Unerwartetes zu finden, besonders am Strand. Hast du schon mal eine Flaschenpost gefunden oder eine Kamera, auf deren Speicherkarte sich noch die Hochzeitsbilder von jemand anderem befanden? Was die Neuseeländerin Melissa Doubleday eines Tages an einem öffentlichen Strand fand, hat sie allerdings ein wenig erschreckt. Was war das für ein Monster, das da mitten am Tag aus dem Meer kam? Melissa Doubleday. Als Inselstaat ist Neuseeland von Stränden umgeben. Sie sind für die Einwohner nie weit weg. Vor allem, wenn man in Auckland lebt, einer der größten Städte des Landes, welche aber auf einem kleinen Landstreifen zwischen zwei Ozeanen liegt. Als Melissa Doubleday eines Tages am nahegelegenen Strand in Muriwai spazieren ging, fand sie etwas Erstaunliches. Es war mitten am Tag, aber sie sah es direkt vor sich. Melissa hatte keine Ahnung, was es war. Also beschloss sie, mit Hilfe von Fotos bei Facebook zu recherchieren. Nur neugierig, ob jemand weiß, was das ist? Angeschwemmt am Muriwai Beach, schrieb sie unter ihrem Post. Und sofort begannen die Kommentare einzutrudeln. Was vermutest du? Einige dachten, es sei ein Wal oder ein weiteres Maori-Kanu, wie es vor nicht allzu langer Zeit am selben Strand gefunden wurde. Dieses Kanu war allerdings halb eingegraben und ragte aus dem Sand heraus. Um es herauszuholen, mussten sie tatsächlich 1,5 Meter tief graben. Aber dieses Ding war nicht von Sand bedeckt, es kam eindeutig direkt heraus. War es eine außerirdische Zeitkapsel, ein Seeungeheuer, ein Strandweihnachtsbaum, ein Erzengel, ein Teil eines verschollenen Flugzeugs, eine Rastafari-Robbe oder ein Reggae-Hai? Während die Fantasie der Leute verrückt spielte, gab es auch einige, die auf etwas Unspektakuläreres tippten. Zum Beispiel auf einen großen Baumstamm, der lange Zeit im Meer gelegen hatte und nun komplett mit Kreaturen bedeckt waren, die man Gänsefüßchen nennt. Das war die richtige Vermutung. Wenig überraschend, wenn man sich die Bilder genauer ansieht. Das Ding, das an Land gespült worden war, war also doch irgendwie lebendig. Gänsefüßchen gelten in anderen Teilen der Welt als Delikatesse, sind aber in Neuseeland ziemlich unbekannt. Diese Seepocken sind filtrierende Krebstiere, die sich gerne an harten Oberflächen im Meer festsetzen, wie Felsen, schwimmende Tauwerkstücke oder Schiffswracks. Sie haben lange, gummiartige Stängel mit einer weißen Schale am Ende, wo sich ihr Hauptkörper befindet. Die Stiele der Gänsefüßchen sehen ein bisschen wie ein Gänsehals aus, aber lustigerweise ist das nicht der Grund für ihren Namen. Im Mittelalter dachten die Menschen, dass die Nonnengänse, eine bestimmte Gänseart, aus den Gänsefüßchen hervorgegangen seien. In dieser Zeit wussten die Menschen noch nicht, dass viele Vögel über weite Strecken durch die Welt ziehen. Jedes Jahr tauchten die Nonnengänse in Schottland auf und niemand wusste, woher in aller Welt sie plötzlich kamen. Dann bemerkte jemand, dass die Gänsekapseln, die damals wohl einfach Seepocken genannt wurden, ein bisschen wie der Schnabel einer Gans aussahen. Vielleicht hing das also zusammen und die Gänse waren aus dem Meer gekommen, wo sie ihre Eier ablegten. Im folgenden Frühjahr schlüpften die Eier dann und voilà, noch mehr Nonnengänse. Die Idee war, dass sie zuerst mit den Beinen, dann mit dem Körper aus der Schale kommen und schließlich noch mit der Schale, die jetzt ihr Schnabel ist, an dem Felsen oder Holzstück hängen. Sobald die Tiere loslassen, wachsen denn die kleinen Gänseküken ein paar Federn und sie beginnen wieder zu schwimmen. Eine verrückte Geschichte, ich weiß. Aber die Menschen glaubten daran und schrieben Bücher über dieses Phänomen. In den Facebook-Kommentaren hat niemand diese Möglichkeit erwähnt. Die Theorie ist natürlich längst entlarvt, aber der Name ist trotzdem hängen geblieben. Ein ziemlich cooler Name mit einer ziemlich coolen Geschichte. Obwohl wir jetzt besser über den Vogelzug Bescheid wissen, gibt es immer noch einige Rätsel um diese Seepocken. Denn der Klebstoff, mit dem sich diese Gänsefüßchen anheften, lässt Wissenschaftler verzweifeln. Er besteht aus mehreren Proteinen und kann an allem haften, von Holz, Plastik und Glas bis hin zu anderen Tieren und Pflanzen. Das ist ziemlich beeindruckend und etwas, das definitiv einer kommerziellen Verwendung dienlich sein könnte. Natürlich nur, wenn wir in der Lage wären, das zu reproduzieren. Aber das ist die größte Herausforderung, denn die Forscher wissen immer noch nicht,
welche chemischen Bindungen eine Rolle spielen. Wenn dieses Ding an einem Strand in Portugal angespült worden wäre, wäre es eine ganz andere Geschichte gewesen. Dort hätte man es sofort als ein großes Stück Treibholz erkannt, das mit Gänsekrabben bedeckt ist, denn die seltsamen Meeresbewohner gelten dort als Delikatesse. Auch in Spanien gibt es mehrere klassische Gerichte mit diesen Krustentieren und sie sind dort ziemlich viel wert. Die Menschen in Großbritannien sind von Forschern dazu angehalten, den Fund von lebenden Gänsefüßchen zu melden, damit sie wegen ihrer erstaunlichen Klebrigkeit erforscht werden können. An Land trocknen Gänsefußkrebse schnell aus und überleben nicht lange, sodass es schwer ist, gutes Forschungsmaterial zu sammeln. Die Tierchen am Muriwai-Strand waren allerdings schon trocken und tot, als Melissa sie fand. In anderen Teilen der Welt wäre dies ein normaler Fund gewesen, nicht so ein mysteriöses Ereignis, wie es für Melissa war. Also, kein Geheimnis hier, kein Seeungeheuer, kein Dreadlock-Wal, sondern eine ziemlich seltene Meereskreatur, über die sich Menschen anderswo auf der Welt nur allzu sehr gefreut hätten. Hast du schon mal eine Gänsekrabbe gegessen? Wenn du also das nächste Mal so etwas am Strand siehst, weißt du zumindest, was es ist. Melissa hat für ihren Facebook-Post eine Menge Aufmerksamkeit bekommen und ihre Fotos haben es sogar in die Nachrichten geschafft. Sie nutzte die Gelegenheit, um etwas völlig Unzusammenhängendes zu fragen, nämlich, ob jemand ein Zimmer zu vermieten hat, für maximal $500 pro Woche, in dem Haustiere erlaubt sind. Wir nehmen an, dass sie keine Gänsefüßchen mit in ihr neues Zuhause nimmt, sondern etwas Langweiliges für einen Hund oder eine Katze. Ich weiß nicht, ob sie am Ende eine Wohnung gefunden hat, aber zumindest war sie für eine kleine Weile berühmt. Jeden Tag werden seltsame Dinge an Stränden auf der ganzen Welt angeschwemmt. Was ist das seltsamste Ding, das du jemals gefunden hast? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Leandra Visser: Die Wahrheit ist, dass wir bisher nur etwa 5% der Weltmeere erforscht haben und es wird größtenteils unbekanntes Territorium dort unter der Wasseroberfläche bleiben. Zum Glück haben wir jetzt die sozialen Medien, um verrückte Strandfunde zu teilen. Genau das hat Leandra Visser getan, nachdem sie an einem Strand in Kapstadt, Südafrika, etwas sehr Beunruhigendes gefunden hatte. Dieses Exemplar eines unbekannten Lebewesens schien ebenfalls eine harte Schale zu haben. Was aus der Schale herauskroch, kam allerdings einem Albtraum nahe. Der Körper der Kreatur war etwa 6 cm lang, mit einem Maul voller scharfer Zähne, die fast den ganzen Körper einnahmen. Ein kleines, vertrocknetes Auge schien einen bedrohlich anzustarren, als wollte es sagen: Was guckst du so? Was es besonders seltsam machte, war die Muschelschale, aus der das Tier zu kommen schien. Hat die Muschel dieses Ding gefressen oder hat dieses Ding die Muschel gefressen? Die Bilder gingen sofort viral. Und die meisten Leute glaubten tatsächlich nicht, dass das verrückte Tier echt war. Die lokale Zeitung wollte mehr herausfinden und schickte die Bilder an das South African Institute for Aquatic Biodiversity. Es stellte sich heraus, dass es sich anscheinend um eine Art Klingfisch, auch Felsenlutscher genannt, handelte. Wenn sie lebendig sind und sich im Meer befinden, sind sie eigentlich recht niedlich, da ihre großen Zähne dann hinter einem Paar rosafarbener Lippen versteckt sind. Felsenlutscher heißen so, weil sie einen großen Saugnapf unter ihrem winzigen Körper haben, mit dem sie sich an Felsen festhalten und auf diese Weise schwere Flutwellen aushalten können. Sie sehen ein bisschen aus wie große Kaulquappen, aber mit Zähnen, wie man auf dem Bild sehen kann. Der Steinsauger, den Leandra fand, lag schon eine Weile am Strand und war völlig ausgetrocknet. Seine Haut hatte sich rot verfärbt und ein ledriges Aussehen angenommen, was ihn hässlicher machte, als er eigentlich ist. Die Zähne, mit denen sie normalerweise Muscheln, Napfschnecken und andere Weichtiere fressen, sind in der Lage, Fragmente von den Felsen zu lösen und sie ganz zu schlucken. Bei dieser Muschel hatte der Steinsauger jedoch anscheinend Pech und ging mit ihr unter. Wie das alles genau passiert ist, werden wir nie erfahren. Da Leandra von dem Ding ziemlich genervt war, warf sie es einfach zurück ins Meer.
Ein weiteres Ozeanmysterium, dem wir nie auf den Grund gehen werden. So, ich gehe jetzt an den Strand. Mal sehen, was ich heute dort finden kann. Bitte gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Mit eurer Unterstützung können wir immer mehr Videos machen.